Ich wüsste ganz gern, was hier hinten noch ist. Achso, ja, dann gehen wir mal nachgucken. Wir sehen es auf der Karte, wo wir nachher mehr haben. Die wird ja aufgezeichnet. Ich zeige es mal für die Zuschauer. Gott sei Dank. Wir sind hier und das damit aufgezeichnet. In einer sehr schlechten Auflösung. Weil hier geht's weiter. Da hinten. Ich kann es nicht erkennen. Wird da ein Toter angeleuchtet? Ne, ist ein Stein. Hier muss man wieder tauchen. Dann würde ich erst eine andere. Ne, da hinten kann man hochklettern. Ja, dann würde ich ja aber auch erst den anderen Weg gehen wollen. Guck mal, wie viele Fische da drin sind. Siehst du das? Ja. Ja, dann gehen wir erst hin. Ich würde mal ganz kurz was testen. Wir haben ja genug Dynamit, oder? Ah, nee, ich habe jetzt keinen Hunger. Ich würde mal gerne eins reinwerfen, mal gucken, wie viele durch die Explosion sterben. Ob man da gut angeln kann. Du willst nur das Achievement, du. Gibt's das? Ja, natürlich. Für Fische mit Sprengstoff? Ja. Ja. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Jetzt muss ich das Ganze. Ich glaube, du musst vier oder mehr Fische mit Dynamit. Leuchtfackel. Ich hab kein Dynamit. Dann lass es mich ausprobieren. Ach, schade. Eins hab ich noch. Du darfst dann die nächste Ding sprengen. Ja, ja. Commercial Fisherman, doch, ich hab's ja auch bekommen, Tobi. Ich auch. Ich hab keine Einblendung, aber cool. Bitteschön. Ja, danke. Ja, dann komm mal wieder raus, du Hund. Ich wollte den Fisch auch einsammeln, aber. Da hinten liegt einer. Ne, der schwimmt. Okay. Scheiße. Man kann so angeln, man findet nur den Fisch nachher nicht. Ich muss mich kurz wieder aufwärmen. Ich hätte ihn ins Wasser springen sollen. Oh, Geld. Und eine Uhr. Das wäre so lustig, wenn du die Uhren wirklich am Handgelenk tragen würdest. Oh Gott. So ganzen Arm voll. Jetzt würdest du es verkaufen wollen. Wolle haben du kaufen? Haben wir doch? Ja, genau so. Das wäre sehr lustig. Dann noch so ein Mantel, ne? Wo du dann die Uhren reinhängst. Wolle Rolex. Boah, ja, auf der Insel, das ist Spezialtasche, dass du mehr tragen kannst. So wirklich so einen alten Mantel mit lauter Taschen drin. Das wäre super. Gibt's ja zum Reisen für Flugzeuge, ne? So eine Weste, wo du mit Riesentaschen dran. Ja, ich meinte so einen alten grauen, ach, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Wie den alten Trenchcoat. Genau, Trenchcoat. Und natürlich, weil du am Strand bist, den Borat-Badeanzug. So die. Oh nee. Typische Mantel für die Exhibitionisten, ne? Ja. Hier wird's schleimig. Schleimig? Oh, geil. Oh, Kisten. Dynamit. Oh. Echt? Ich hab nur leere Kisten. Oder? Achso, okay. Oh nein. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Also, vielleicht waren wir hier schon mal, aber. Ah, hier. Eingang waren wir noch nicht. Dynamit! Eine Kiste war voller Dynamit. Ich hab genug Dynamit. Da sind noch mehr Kisten? Koffer! Ey, meine Koffer, nicht Kisten. Ach, die moderne Kiste, der Koffer. Leugne es doch. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Ein Tennisball. Warum kann man die immer noch nicht mitnehmen, die Tennisbälle? Das liegt ja da oben, toll. Wie so ein Mahnmal, das rollt ja doch den Berg hier runter. Ja. Hier geht's auch hoch. Ich geh mal gucken. Da oben höre ich Sachen. Ich glaube, hier geht's wieder raus. Ich guck mal, ich sehe es ja gleich. Aber da oben höre ich Geräusche. Ja, ich auch. Ich versteck mich mal hier. Da oben sehe ich zwei Stück. Nicht aufscheuchen, ich krieg die mit dem Bogen. Sauber! Den anderen kriege ich auch noch.
Sauber! Zwar in die Ferse, aber sauber. Da ist au, 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 au! Das mit der Verteidigungswelle läuft doch nicht so ganz so gut. Jetzt sehe ich den da oben nicht mehr. Ich leuchte mal die Höhle ein bisschen aus. Oh! Die Höhle ist weit. Ich mag das Ausleuchten mit der... Oh, da kommt er, da kommt er. Vorsicht. Immer auf mich. Alter, zwei Schläge? Sag doch, die Axt ist toll. Ja, und die andere ist ja noch besser, oder? Ja, ja. Die moderne Axt ist besser. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, hier geht's wieder hoch. Hier liegt eine Leiche und ein Pfeil drin. Ah, dann hat's den da ganz erwischt hier. Oh, hier geht's weiter. Guck mal, hier ist ein... Oder eine kleine Kammer. Da hinten, ja, mach mal auf. Okay. Was ist sonst hier noch? Nichts? Ah, da geht's wieder hoch. Da geht's wieder hoch. Lass mal gucken, was hier hinten gibt. Stöckchen, braucht noch jemand Stöckchen? Hier geht's weiter. Sorry, hier geht's weiter. Nee, dann gehen wir da auch lang. Ich wollte bloß fragen, ob jemand ein Stöckchen braucht. Ja, wir haben ja so wenig. Und hier geht's wieder runter. Und da unten sind Babys und ein großer. Alter. Zeit für Mollys. Oder Dynamit. Sucht's euch raus. Ich lass mal Dynamit runterfallen. Ach, kann man nicht fallen lassen, oder? Ich sehe nicht mehr. Der steht direkt unter mir. Da unten läuft er. Naja. Nein! Er kommt wieder hoch. Ich kann nicht. Ich habe das Dynamit angeblich in der Hand. Wer läuft denn jetzt hier mit mir? Hallo? Ey, komm, wer war das jetzt? Jemand muss mich aufheben. Wir können vor Lachen. Wer ist denn jetzt gerade mit die Leiter runtergeklettert? Keiner. Keiner? Keiner. Weil ich habe das Bild bekommen, als würde doch jemand die Leiter runterkommen und dann bin ich runtergefallen. Nimmt die Feuerpistole und schießt auf ihn. Der braucht nur zwei Schuss. Seht den nicht. Schieß einfach runter. Okay, jetzt wieder nach oben. Da unten ist er. Ich hab extreme Ruckler. Ich hab zwei, drei Bilder. Nach oben. Wer ist da unten? Hoch. Ja, er brennt. Er brennt. Alter, meine Fresse. Ich hab das Dynamit angemacht. Das sind Babys. Und dann hat er plötzlich die Leiter gegriffen. Er liegt dort am Boden. Nur bis down. Scheiße. Hältst du noch ein bisschen durch? Ja, ja. Alles cool. Hauptsache kommt er dann nicht hin. Okay. Alle mal Vorsicht, bitte weg, bitte er weg. Er brennt wieder. Bitte weg. Er ist down. Ne, der steht bei mir noch. Du tötest mit Dynamit? Der läuft bei mir unten noch. Ah, der lebt noch, ja, sorry. Ja, deswegen wollte ich ihn ja wegsprengen. Ich sehe nicht mehr. Noob, bist du ganz tot, oder? Nö, alles gut. Ich spreng ihn nochmal, ich glaube, das macht ihm nichts, wenn er am Boden liegt. Wo ist er denn jetzt? Da drüben. Ah, Pearl-Treffer, pass auf! Der steht direkt drauf, das war's! Der war schön, ne? Du musst dich neidlos anerkennen, der war... Aber es hat nur so... Ich hab's hier dazu gegriffen, als gerade nur runterklettern wollte. Ich muss aber dazu sagen, der stand direkt drauf, deswegen hat's den gerade so zerrissen. Da gibt's wieder Ekelrüstung, yay! Er ist gut, weil mir fehlt genau ein Stück Rüstung. Oh, Dynamit werfen macht. Oder es geht nicht, oder du kannst jetzt nichts mehr, weil du ihn gesprengt hast. Das kann auch sein. Ja, er ist nämlich verschwunden. Schade. Alter Schwede. Nice one, hey. Das ist ein Fleischhaufen hier, ey. Ja. Bitte. Hier hat's was zum Angucken. Hier hat's eine Karte. Die Keykarte. Der Videorekorder. Ich hab den Videorekorder gefunden. Gut. Oh, ist das die Karte fürs Schiff? Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht. Es gibt ja nur eine Keycard, oder? So, dann kann ich ja nicht mal die Videokassetten. Vielleicht ist es auch die Keycard für die Endöffnung, weißt du? Kann zum Öffnen von Türen benutzt werden, ja. Ja gut, wir können Ich guck mal den ersten Film an. Wow. Okay, wie geil. Kann da jemand mitgucken? Ich gucke auch gerade.
Ich habe zwei Videos. Oh, das ist. Oh, unser Sohn sitzt im Rollstuhl. Okay. Das Video hieß. Ich kann es nicht ganz lesen, immer bei mir. Okay, das müsste kurz vor der. Ah. Ey, das ist der Schrein! Im Video 2 ist der Schrein. Okay, ich habe nur eine Videokassette. Ich habe auch nur eine. Ah, ich gebe euch gleich die zweite, wenn ihr wollt. Kann man durchgeben. Nee, ist okay. Nee, dann kannst du es auch sehen, ist doch okay. Nein, ich kann es dir doch durch das Tablett geben, dann kann man es einfach durchgeben. Kannst du? Ja, pass auf. Da drauf. Bitteschön, wer will? Oh ja, dann gucke ich hin. Na, dann gibst du einfach so weiter. Ich hab schon. Ach, du hast ja auch? Dann kannst du dir du den Doktor geben. Okay, dann ist hier aber Ende Gelände, ne? Ja, macht doch nichts. Aber es war cool. Ja. Ah, hier hinten ist was. Ach, ein Seil. Schade. Ich hätte was Feuer anmachen sollen. Ich habe nur gesehen, auf E aufpicken. Oh, cool. Sehr schön. Haben wir was geleistet hier? Mhm. Und nur einen scheiß Bug beim Runterfallen gehabt. So, dann wäre das erledigt. Gut, wunderbar. Dann gehen wir wieder hoch, wa? Mhm. Und dann in die andere Richtung, ne? Ja. Waren dazwischen drin, waren doch Zelte, oder? Oder so, war das weiter war weg? Nix. Ah, nee, es war da hinten. Wir sollten mal einen Punkt zum Speicher machen, deswegen. Ja, dann kommen wir ja eh wieder vorbei, oder? Ja, ich war mir jetzt nicht gerade sicher, deswegen. Doch, ich glaube, bei den Zelten kommen wir wieder vorbei. Höchstens, wir gehen jetzt hier das Seil hoch. Na, hier geht's ja auch hoch. Achso, ja, hier würde ich sagen, hier geht's echt wieder raus. Hatten wir hier irgendwo noch ein Feuer? Wir können ja. Irgendwo in der Nähe hatten wir ein Feuer. Ja, da hier unten war das, aber wir wollen das gerade vielleicht da hoch. Machen wir doch beides hier. Machen wir hier einfach mal kurz einen Speicherpunkt zum Safen. Machen wir unten ein Feuer schon zum was essen, weil ich habe auch verdammt Hunger, wenn ihr gerade Körperteilchen und sowas habt. Ja, ich habe zwei Beine und zwei Arme dabei. Warte mal, ich gehe mal kurz hochgucken. Vielleicht gibt es oben da irgendwas. Ja. Ihr könnt. Bleibt da kurz unten. Ja. Wenn ich mal jetzt. Gibst du einfach kurz Bescheid. Ist da oben irgendwas? Nee, hier oben geht's weiter. Okay, dann mache ich erstmal ein Feuerstechen. Und bitte das Essen drauflegen. So, dann. Soll ich eine Hütte mal, also einen Speicherpunkt bauen? Ja, kannst du ruhig. Warte mal, du hast das Essen, dann leg doch du mal was drauf, ich mach das. Okay. Ja. Also hier schleicht sich's ziemlich weit. Ja, dann komm einfach runter, wir machen jetzt eh einen Speicherpunkt. Okay. Und was zum Essen hier unten gleich. Aber ich glaube fast, dass die sich da oben treffen. Die zwei Höhlenabschnitte, wenn das so. Kann dann noch sein, wir müssen ein bisschen in eine Richtung offen, sehen wir gleich, dass es ja. Da. Da geht's auch nur in eine Richtung da oben. Hat jemand noch Körperteile? Nö, liegt. Vier Teile liegen drauf. Ach so, okay. Boah, meine Energie. Ja, ich bin da ziemlich. Okay, ich nehme mal was. Oh, ich bin halb voll. Na, ich kann noch einen Müsli-Riegel oder sowas reinhauen. Irgendwo habe ich noch getrockneten Fisch. Ja, getrockneter Fisch. Oh, jetzt kriegen wir einen Schlauch Wasser. Gut. Und nimm einmal ein Düschen Pillen. Alles wieder gut hier. Mal kurz gucken, ob es mir gut geht. Einmal so einen Status abgleichen. Ja. Du bist blutüberschrimmt, wasch dich, um deine Infektion zu vermeiden. Ja gut, hier habe ich leider jetzt nichts zum Waschen. Habt ihr alle gespeichert? Ja. Ja. Schütt dir eine Dose Soda beim Kopf. Da könnte ich auch den Wasserschlauch nehmen, oder? Na gut, ich muss mich ausruhen, ich bin krank. Ah, wenn ich auch gegenseitig sauber, nein. Nein! Nein, also, nein! Sich gegenseitig waschen würde ich noch verstehen, aber ich glaube, du wolltest gerade was anderes machen. Und das mache ich nicht, wenn dir mein Blut überströmt ist. Na, jetzt hat Schmeiz Ralala. Ja. Ah ja gut, ihr kommt. Ich wollte gerade Bescheid geben, dass ich hochgelatscht bin. Es wäre so ein kleines Waschbecken nicht so schlecht.
Was ist denn? Hm. Ah, hier geht's wieder runter. Und da geht's noch lang. Ducken, ducken. Da. Waren wir vorhin da unten? Ist da unten Wasser? Ich geh mal kurz gucken. Es kann sein, dass wir vorhin von da unten kamen. Ja, 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 ja. Ja, aber wenn da Wasser ist, kann ich mich kurz waschen. Gerade wenn man Infektionen oder so. Da unten müssten die Zelte sein. Hier liegen Köpfe. Und hier geht's weiter. Sind wir vorhin hier lang gelaufen? Nee, weiß von da, war, da oben waren wir noch nicht. Hier unten ist aber nichts, was ich kenne. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Hier liegen überall Totenschädel und so Zeug rum. Gehen wir mal runter. Also, mir kommt das nicht. Oh, Müsli-Riegel. Und ein Koffer. Oh, mit dem Outfit. Hab ich schon. Oder täusche ich mich? Aber ich. Sehe hier nichts. Ja, jetzt Pillen, wenn noch jemand braucht. Ah, wunderbar. Ah, doch, doch. Ich glaube, hier waren wir schon mal irgendwann. Dann vielleicht, wenn wir nach oben runtergekommen sind. Wenn es danach jetzt wieder hochgeht, dann wissen wir es ja. Ja, ja. Ah, dann kann ich mir noch Müsli-Riegel reinhauen, weil hier liegen ja ewig hier rum. Bei Müsli-Riegel. Ja, hier waren wir schon mal. Sind ja auch Ausdauer wieder. So, okay. Oh, kann man direkt mal Müsli-Riegel snacken? Ja. Der bringt ja auch die Ausdauer, das ist ja praktisch. Hm. Wenn du dich auskurieren musst, wenn du die richtigen Sachen hast, kannst du dir auch so Medikamente selber machen. Ja, mit den Pflanzen, ne? Aloe Vera, genau. Und sowas. Ja. Aber Aloe haben wir noch nicht so viel gefunden. Heat Mix Gesundheitsmischung. Also ein, zwei habe ich mir auch schon mal hergestellt. Ja, ich kann eine Gesundheitsmischung kann ich machen. Aloe Vera habe ich auch was. Energiemischung, aber du brauchst eine Gesundheitsmischung. Doktor, was brauchst du? So eine Gesundheitsmischung, oder? Ich habe hier ein Videoband und ich habe hier ein Zelt und ich habe hier eine Video. Ein Feuer. Oh, eine Videokassette, ich komm. Ja, vielleicht ist auch die. Wo ist denn jetzt hin? Ich war im Menü, scheiße. Ah, da oben. Lass mal kicken. Das ist Videoband Megans Ankunft. Okay. Endet aber hier dann auch, ne? Ne, da geht's noch weiter. Okay. Was ist das? Ein Helikopter. Ja, ja. Und wer zum Geier ist Megan? Keine Ahnung. Unsere Frau vielleicht? Weiß die noch war ja tot. Die war tot. Megan war tot. Ja, ach so. Ja, oder, ja. War unsere Frau tot? Und ja, Megan ist ja unsere Frau. Weiß ich nicht. Doch, doch. Hier geht's wieder raus. Hier geht's wieder raus. Ja gut, dann markieren wir den Höhleneingang. Ja. Oh. Hier haben wir hier markiert, guck. Ja, dann können wir den roten markieren. Ich kann. Okay, dann fehlt uns hier aber noch ein Ausgang. Ja, wie gesagt, da unten, ganz unten hat doch die Höhle sich auch geteilt. Das war halt nicht diese Gabelung, was wir uns gerade eben gedacht haben. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Oder? Ja. Yep. Gut. Wo? Ruckebar. Also die eine Kassette, die wir vorhin geguckt haben, die heißt Mittagessen mit Megan. Warte mal, im Buch gibt's, warte mal, hinten bei diesen Notizen und dem ganzen Zeug gab's irgendwo eine Seite, wo drauf stand, unsere Frau ist gestorben oder irgendwie so und lässt uns jetzt allein zurück. Da ich, Notizen? Aber Megan ist ein Mädchen, ein Kind. Echt? Also hier steht das Video ist
Megans Ankunft, ne? Ja. Und das ist doch ein Kind, oder nicht? In dem Helikopter. Keiner. Ja, das ist ein Kind. Ist auf jeden Fall nicht unser Sohn. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Na danke, ich bin infiziert. Nein, zum Glück habe ich Aloe Vera. Kann ich sie nicht einfach essen? Okay. Bin ich jetzt nicht mehr infiziert, weil ich Aloe Vera gegessen habe, oder muss ich? Ja, okay, ich bin wieder gesund. Muss jemand auch geheilt werden? Ja, aber es reicht, wenn ich mich irgendwann ausruhe, deswegen ist es nicht so tragisch. Du musst bloß Aloe Vera fressen, wenn du... Ich habe doch 8 Stück, also. Ja, ich habe keine mehr. Ja, warte, haben wir gleich. Da. Dr. Tobi, hab deinen Bademantel an, so. Was? Du hast den Bademantel an. Echt? Der sieht aus wie so ein Priester. Ja, übel. Der weiße Mantel und die Knochen da drüber. Oh! Hä? Jetzt habe ich nochmal einen Megans Ankunft. Ja, ja. Oder. Moment. Na, was hätte mit dem Mittagessen? Moment. Ich bin gerade etwas verwirrt. Da waren 2 Kassetten? Hä? Nö, da war Mittagessen mit Megan. Mittagessen, das war das erste, was wir vorhin geguckt haben. Wieso habe ich das jetzt? Aber okay. Finde ich ja schön. Achso, Mittagessen mit Megan ist das mit dem Kind im Rollstuhl. Ja. Megan ist unser heimlicher Sohn, der im Genderwahn dahin gerafft. Ich hab's gewusst. Okay. Okay, alles klar. Okay, ich. Weil hier die lag was, halt auch gerade hier rum. Ist egal. Was gibt's hier unten? Moment. Oh, ich bin gerade mir losgerannt. Ich bin so traurig. Kommen wir von da? Ja, da ich glaube, von da sind wir gekommen. Da unten haben wir vorhin das. Ja, da müssen wir wieder runter. Okay. Also hier ist noch ein Seil runter, ne? Ja, da gab's nichts unten. Da waren wir doch gerade eben und das war doch die eine Höhle, wo nichts drin war. Ja, das ist ein bisschen verwirrend hier in dieser Höhle. Auch die Map hilft nicht so wirklich, wenn die. Ja, es geht, aber nicht wirklich. Hier ist ja, liegt halt sehr viel aufeinander, deswegen. Ja, aufeinander, übereinander. Ja. Okay, wir sind wieder hier. Oh. Ich speichere nochmal. Wenn man da hinten rumgeht, kommen wir. Da geht's raus, wenn wir da hinten rumgehen, guck mal, okay. Ich speichere nochmal bei mir die Videokassetten jetzt haben. Jetzt muss man hier wieder durch oder kam er von da? Das war bloß das Ding da unten, oder? Ne, da unten ist Wasser. Ne, da unten, wir müssen da runter. Okay. Ja, wir müssen da runter. Ja. Hast du absolut recht. Ah, beide Stöckchen einsammeln, bei mir haben wir Feuer gemacht. Und dann müsste man links, müsste jetzt irgendwo nochmal so eine nach oben gehen, oder? Oder war das ganz am Anfang? Nee, das müsste jetzt hier bald kommen. Ja, wenn ihr links ums Eck ist, geht's hoch. Dynamit gibt's wieder. Dynamit. Ups. Oh. Ah. Da ist die Maria gekommen. Bin ich jetzt noch voll mit Zeug? Ich glaube nicht. Ich bin wieder sauber. Seid ihr auch sauber? Nee, ja. Okay. Dann müssen wir jetzt hier entlang, oder? Ja. Huch, auch wieder alles voll mit Geld.
Da kommen neue Passagiere auf die Insel. Ich höre das gerade. Alter, ich bin nachher jetzt weg. Tja, ja. Schön hier, ne? Brutal. Kann man nichts Schöneres vorstellen. La la la. Huch. So, auf in neue Höhlen. Höhen in Höhlen. So. Ah, ein Steinchen. Wir haben Besuch, wir haben Besuch. Aua, er klatscht mich. Oh, wir werden schon wieder geklatscht. Okay, ich gehe mich mal waschen. Juhu. Geschafft. Aber es war knapp. Ich bin runtergesprungen. Zum Waschen. Da oben hat's Babys. Da hat's Körperteile. Oh, sorry. Ich wollte das nicht. Ich wollte ein Stück Bein. Wo ist denn der Arm jetzt? Den habe ich. Achso, okay. Oh, der kam so auf mich zugeflogen. Da dachte ich mir, schnapp ihn mir mal kurz. Nein. Der Kopf ist unwichtig, der bringt nichts. Das war ein Bein. Tupf, oh! Das sind Babys. Ja, ja, ich wollte die Leiche zerteilen. Double kill. Double the gun, double the fun. oh ja, es wird bald Zeit. Bald, bald. Ob wir dann mal hier wieder die Rollen tauschen müssen? Hm. Na, na, da geht's wieder hoch. Ja, es geht nochmal eins hoch, laut Karte. Aber dann weiß ich, wo man rauskommt und das ist gar nicht so ungeil. Wie er die Karte lesen kann. Ja. Wie ein richtiger Mensch. Tja. Juhu. So, jetzt müsste es langsam dem Ausgang entgegengehen. Oh, okay. Oder warte mal, nee, ein bisschen weiter geht's noch. Es ist halt toll, wenn du eine Karte auf deinem anderen Bildschirm offen. Ja. Dann hier die Karte, dann kannst du schön vergleichen. Das zwei Bildschirme. So ungeil. Zelte und Müsli-Riegel. Feuer. Ja, ich mach mal die. Oh, warte mal, ich mach die mal von der Seite an. Flare Gun. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ein Topf, warte. Wenn einer. Nee, kein Topf. Glaubst du, ich krieg das gerade geschissen? Jetzt. Alle guten Dinge sind drei, ne? Nein. Ah, hier ist Wasser. Hat jemand gerade einen Rebreather an? Da kann man gucken, ob es da weitergeht. Ja. Hier sind bloß Sauerstoffflaschen hier hinten im Eck. Aber das ist ganz gut, weil ich muss eh eine wechseln. Ja, meine ist auch fast leer, die. Gut. Fleisch ist fertig. Oh, ich komme gleich wieder. Sonst sehe ich aber ich an der Seite noch nichts, auf der anderen Seite mal gucken. Oh. Nö. Nö, also da bloß rechts unten ist halt was zum. Oh, Fleisch, Moment, mein Fleisch. Irgendwas liegt hier noch auf dem Herz, sehe ich gerade. Hier kann man noch was essen, hier liegt noch ein Bein. Na, ich hab. Mir geht's auch gut. Auch voll. Ich hab Bein. Okay, alles klar. Ich bin auch voll, also dann. Lassen wir's den Göttern. So, ich gehe mal gerade weiter vor, mal gucken, was ich da sehe.